Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Es wird ein kurzes Video, denke ich, aber dafür umso cooler. Und zwar möchte ich euch mal LCM-Loras zeigen. LCM, sind eigentlich Models, das sind Latent Consistency Models, die dafür trainiert sind, mit sehr wenigen Steps gute Ergebnisse zu erzeugen. Und da das Training und das Erstellen dieser Models immer sehr viel oder sehr aufwendig ist und auch teilweise sehr viel kostet und so, haben wir jetzt Loras dafür bekommen, die es uns ermöglichen, entweder für SD1.5 Models oder für SDXL Models diese Techniken hinzuzufügen. Also diese Loras fügen die Funktionalität, diese Attention Layers jedem Model hinzu, und das möchte ich euch auch mal kurz zeigen. Erst einmal finden tut ihr das Ganze hier auf dieser Seite, die verlinke ich euch natürlich nach unten, und ihr seht, hier steht Latent Consistency Models Loras. Wenn ihr da drauf klickt, habt ihr einmal das SDXL zur Auswahl, das Stable Diffusion 1.5 und das SSD 1B, das ist auch noch ein Model, da bin ich leider auch noch nicht selber zugekommen, das mal auszuprobieren, ist aber auch ein sehr schnelles Model. Wir gucken uns jetzt mal die SDXL und die SD1.5 an. Klickt einfach hier drauf, dann kommt ihr auf diese Hugging Face Seite, geht hier auf Files and Versions und hier seht ihr PyTorch LoRa Weights .Save Tensors. Das müsstet ihr euch runterladen. Ich habe es schon gemacht im Vorfeld. Achtet darauf am besten, dass ihr dem Ganzen hier einen anderen Filename gibt. Ich habe es LCM1.5 und LCM-SDXL genannt. Wie ihr seht, kommt das Ganze auch in den Models Loras Folder. Benamst das, weil sonst überschreibt ihr das. Die beiden Varianten heißen nämlich gleich. Wenn ihr das runtergeladen habt, das war die SDXL-Variante, seht ihr hier oben. Geht zurück, geht auf die SD1.5-Variante. Auch hier Files and Versions. Und dann hier auch das PyTorch LoRa Weight Save Tensors runterladen und umbenennen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann zeige ich euch mal eben, was ihr damit machen könnt. Ich baue mal eben ein wirklich, wirklich basic Setup zusammen. Ich nehme auch die Pipe Loader Notes und Pipe Sampler Notes vom Tiny Terra Notes Pack. Was wollte ich jetzt haben? Ein Sampler. So. Hier nehme ich mal das Ref Animated. Wir machen Clip Skip -1, ändern die VAE. Sagen hier einfach mal Cyberpunk Person. Ich will das Model entscheiden lassen, ob männlich oder weiblich. Cyberpunk Person in a Cyberpunk City. Clothes dressed. Vielleicht noch Leather. Jacket. High Detail. Ich könnte jetzt laden, aber ich lasse es mal. Ne? Also aus den Vorvideos die Presets laden oder so. Wir tippen das mal eben ein. HDR, Cinematic Quality und ins Negative natürlich wie gehabt die beiden. Gut. Hier stelle ich eine Höhe von 712 ein, damit wir ein bisschen Porträtbild haben. Und das Ganze ist ein Basic Setup aufgebaut. Wir gucken mal an, wie schnell das jetzt durchrattert mit einem normalen Model. Erstmal müssen wir das Model natürlich laden. Das dauert ein bisschen. Aber danach geht es dann schnell. So, jetzt haben wir ein Base-Bild erzeugt an der Stelle. Er hat irgendwie einen Mann genommen, ist ein bisschen punkig geworden. Ist uns aber egal. Gut. Und jetzt kommt nämlich die Lora ins Spiel. Die können wir hier reinpacken. Wir haben ein SD1.5 Model. Wir nehmen jetzt die... Moment, ich mache mal Refresh. LCM1.5 Lora, die wir eben runtergeladen haben. Und was wir hier noch machen müssen, ist dann, wir müssen noch hier drauf achten. Einmal den Sampler Name, den können wir jetzt auch auf LCM stellen. Und beim Scheduler kann man immer ein bisschen rumprobieren. Manchmal funktionieren die Models nicht damit, manchmal schon. Ich nehme mal den SGM Uniform. Und worauf wir auch beim Einsatz der LCM Loras achten müssen, ist, dass die am besten in einem CFG Scale von 1 bis 2 arbeiten. Je nachdem, welchen Sampler ihr nehmt,
Weiß gar nicht, können wir hier auch irgendwie 1.3? Ach, wir können auch Werte eingeben. Okay, wir bleiben aber mal in der Mitte von 1 und 2, also 1,5. Und lassen das Ganze jetzt mal laufen. Nein, ich habe ja gesagt, ne, wir können mit sehr wenigen Steps mit diesen LoRas gute Bilder erzeugen. Das machen wir jetzt mal. Ich drehe das Ganze auf 5 Steps runter und schiebe das mal zusammen. Das kriegen wir jetzt noch auf einen Bildschirm hier. Wir starten es mal. Und das Bild ist erzeugt. In 5 Steps. Und das ist die Qualität, die dabei rauskommt. Und das ist wirklich schon sehr erstaunlich. Wenn wir mal hier gucken. Prompt executed in 1,19 Sekunden. Das ist also knapp über eine Sekunde, wo wir ein Basebild erzeugt haben jetzt an der Stelle. Zum Vergleich, ich habe eine 3080 Ti in meinem Rechner. Das ist natürlich je nach Karte dann noch schneller. Aber das ist schon ziemlich Wahnsinn, oder? Und wenn ich jetzt hier mal sage, ich möchte sogar in einem Batch 10 Bilder erzeugen. Also 10 Bilder auf einen Schlag. Dann rödelt der dann natürlich ein bisschen länger. Aber das war's. Wir haben jetzt diese 10 Bilder erzeugt hier. In 7 Sekunden. 7,15 Sekunden, klar. Aber in 7 Sekunden einfach mal 10 Bilder generiert. Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Das funktioniert auch bei SDXL-Models. Nur denkt dann daran, dass ihr natürlich dann das LCM-SDXL laden müsst. Und was auch noch ganz nicht unwichtig ist, sage ich mal, wenn ihr weitere LoRas verwenden sollt. Die LoRas sind ja oft immer mit unterschiedlichen Techniken so trainiert. Das funktioniert in der Regel. Es gibt aber im ComfyUI selber unter Advanced Model gibt es die Model Sampling Discrete Node. Und die könnt ihr dazwischen hängen oder je nachdem in eure LoRa-Kette. Wenn ihr einfach ein ganz normales Load LoRa habt und ihr macht davon eine Kopie, so, dann könnt ihr die auch einfach da dranhängen und von da aus dann ins Model gehen. Was wir nämlich bei dieser Node machen können, ist, wir können sagen, dass das Sampling hier LCM sein soll und verschiedene Techniken für Sampling angeben, damit der Sampler generell weiß, wie er das Ganze zu verarbeiten hat. Das geht sogar noch weiter. Wir können hier nämlich noch ein High-Res Fix Scale einbauen. Nehmen wir mal den Standard. Ich habe gerade überlegt, ob ich was anderes mache, aber nein, wir nehmen den Standard. Den stelle ich mal ein auf Langzos to Longer Side und ich möchte gerne 1440 in der Höhe haben. Wir kopieren uns einmal den Sampler. Ups. Treffen auch mit dem Connector. Sagen hier die Noise 0,5. Ist ein ganz normales Upscaling. Oder Image to Image. Oder whatever. Lassen hier auch nur 5 Steps drin. LCM, SGM Uniform. Die Batch habe ich wieder runtergedreht auf 1. Und schicken das Latent da rein. So, die VAI brauchen wir an der Stelle noch. Kannst du sehr gerne haben. Nicht crashen, mache ich. Und jetzt lassen wir das Ganze mal für ein Bild laufen. Das Basebild ist erzeugt worden. Das Upscaling ist durchgegangen. Und hier rattert er jetzt auch nochmal mit 5 Steps nur durch. Und wir sehen, dass wir in unter 10 Sekunden, also 8,7 hat mein Setup hier jetzt gebraucht, ein wirklich so großes Bild erzeugt haben, wie es sonst in, ich weiß gar nicht, wie lange er sonst braucht bei mir. Auf jeden Fall nicht unter 10 Sekunden. Das ist richtig, richtig krass. Das längste ist hier wirklich noch dieses Upscaling mit dem Model hier. Wir können ja auch mal ein Latent Upscale benutzen. Ja, aber nicht den. Ich hätte gerne bei, Latent Upscale bei. Und ich weiß, Entschuldigung, da ging gerade mein Handy. Ich weiß, dass um auf ungefähr dieselbe Größe zu kommen, brauchen wir 0,02 als Faktor hier. Weil das kann man sich ganz einfach ausrechnen, wenn ich mal sage,
brauchen mal den Taschenrechner und wir sagen 1440 durch 712, was unsere Größe ist, kommen wir auf etwa 2,02. Schicken das Latent hier unten rein, wir schicken das Latent da rein. Wir machen das mal mit Steuerung M aus. Entschuldigung, ich habe hier nicht meine Anzeigen gerade, aber das lohnt jetzt auch nicht mehr. Wir lassen es nochmal durchrattern. Und er hat jetzt einfach den Latent hochskaliert. Und wir sind fertig. Und auch hier haben wir einfach super Ergebnisse im Ganzen. Am Ende, achso, ich wollte noch einmal die Größe gucken. Ja, 1440 haben wir genau getroffen. Und das ist jetzt executed worden in 5,31 Sekunden. Also ich kann ja nochmal hier eben, ich habe ja hier dieses tolle Feature jetzt. Ich lasse mal eben ein paar Bilder durchrattern. Und wir gucken mal eben die Konsole an. Ich lasse mal drei Bilder hier durchrattern. Ich stelle das mal eben auf 3. So. Und wir schauen mal eben in die Konsole rein. Wir sehen schon, das ist richtig, richtig fix. Wir haben jetzt 6,14, 5 Sekunden. Und nochmal 5 Sekunden. Und also, was soll man da noch sagen, ne? Das ist einfach der Wahnsinn. Wir können das gerne auch nochmal mit SDXL ausprobieren. Ich nehme einmal das Juggernaut. Wir sagen, hier möchten wir die entsprechende LCM-SDXL-Note haben. Hier an der Stelle können wir, ich mache es mir mal eben convenient, die Height möchte ich auslagern. Bin ich jetzt blind? Ach, Width. Also ja, ich bin blind. Ich nehme aus den Comfy Rolls. Da mache ich übrigens also wirklich noch ein Video drüber. Da sind ein paar coole Sachen drin. Ein paar nicht so coole, aber schon ein paar coole. Nehmen wir SDXL Aspect Ratio raus. Und können jetzt hier mal ein 4:3 Porträt auswählen. Dann brauchen wir uns um die Größe keine Gedanken mehr machen. Und Lipskip müssen wir noch ändern und die VAE, da nehmen wir die SDXL VAE einmal. So, alles richtig hier. Denke. Runter auf 1. Jetzt muss das Model natürlich nochmal laden. Lass die Konsole erst nochmal an. Ich hatte sie eben, ich hoffe, ihr habt alles gesehen. Aber im Prinzip hier nur. So, das habe ich gemacht hier. Ne, das hier ist aus den Comfy Roll Extensions, da können wir einfach angeben, welche Maße wir haben wollen. Und jetzt geht der Sampler los. Wir haben hier natürlich größere Bilder jetzt, deswegen braucht er ein bisschen länger. Wir haben ja eine größere Base Resolution, die wir hier schon benutzen. 2,02, den Faktor hätte ich wahrscheinlich noch ändern müssen. Ist egal, wir lassen es jetzt mal durchlaufen. Was haben wir denn für eine Höhe? 1152. 1152. Nein, 1440 durch 1152. 1,25 wäre der Faktor, den wir hier brauchen. 1,25. Cancel das mal. So. Und jetzt starte ich es nochmal neu. Es ist schon erstaunlich, wie schnell das erste Bild durchrattert. Und jetzt funktioniert das mit dem zweiten auch besser. Und wir haben unter 10 Sekunden gebraucht, um das Bild zu erstellen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und ja, ist auch sehr gut. Ich finde, bei dem SDXL-Model braucht man wahrscheinlich ein bisschen mehr Liebe, die man da investieren muss. Ich kann noch mal eben ein anderes, gucken mal das Dream Shaper SDXL Model, das müssen wir jetzt zwar noch mal laden, nichtsdestotrotz würde ich das auch noch mal gerne ausprobieren. Ich finde, das Juggernaut macht an manchen Stellen so ein bisschen blurry und verwaschen. Das kann jetzt auch an der LoRa selber liegen, weil sonst habe ich da immer ganz gute Ergebnisse mit erzielt. Ich möchte das einmal eben kurz verifizieren. So. Und der Sampler wieder durch. Gucken auch hier mal.
Hier haben wir, ach so, das war ein bisschen doof, das war mit Laden. 36 Sekunden. Aber mit Laden des Models. Ja, ist auch okay. Braucht generell ein bisschen mehr Liebe, glaube ich. Vielleicht auch mit dem Prompting. Allein schon das Base-Bild. Aber technisch geht's. Ihr habt's gesehen. Also das ist schon eine erstaunliche Technik, die man hier machen kann. Oder anwenden kann. Einfach nur dadurch, dass wir die Loras im Prinzip auch auf jedes Model anwenden können. Und dadurch den Vorteil kriegen, dass wir wirklich nur noch mit 5 Steps arbeiten können. Sehr nice. Und nochmal die Variante hier. Die löschen wir wieder an. Und wir können natürlich auch andere Loras einfach mit reinmischen. Also wir können hier vorne nochmal sagen, wir wollen auch noch die Add Detail Lora mit dabei haben für mehr Details. Sollte aber wieder auf ein SD1.5 Model wechseln. Animated nehmen wir nochmal. Hier hinten können wir auch nochmal sagen, wir wollen die Overgrown. Wo habe ich sie? Ja, Post-Apokalyptik. Overgrown Post-Apokalyptik. Lass mal das nochmal rattern. Ah, nein. Halt, stopp. Wir brauchen hier noch eben die andere Node aus den Comfy Rolls. Die war im Other SD1.5 Aspect Ratio. Verbinden wir die einfach damit. Sagen hier, wir wollen 3:4 Porträt. Und ab geht die Post. Scaling Faktor brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Haben wir jetzt die Note wieder im Einsatz hier. Ja, es ist nicht so schön geworden. Ich glaube, die passt anscheinend doch nicht so gut. Lag's an der Note? Nein, offenbar habe ich hier noch was anderes falsch. Das ist die Add Detail? Ah, ich habe die falsche. Ja, Entschuldigung, ne, falls ihr euch wundert. Und selber da reinrennt, natürlich müssen wir auch die LCM-Lora wieder korrekt einsetzen. Und jetzt kann ich das nochmal alles hier nachbauen. Vorne wieder die Add Detail rein, hier die Post-Apokalyptik. Und das sieht schon besser aus. Jetzt kriegen wir auch ein richtiges Ergebnis dabei raus. Das lässt sich sehen, oder? Ja, ist die Frage, ob man diese Lora jetzt ständig verwenden sollte. Vielleicht, vielleicht nicht. Muss man mal gucken, wie sich die Bilder verhalten mit und ohne Lora, inwieweit das jetzt auf die Bildgenerierung eingreift. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, können wir echt super schnell Bilder erzeugen. Es ist einfach, also wenn man sich das mal von zuvor her anguckt, ist es schon wirklich, wirklich beeindruckend. In unter 10 Sekunden vor allem hier hinten die großen Varianten dieser Bilder. Jetzt haben wir hier 8 Sekunden, nochmal 8 Sekunden. Es ist ja natürlich ein bisschen höher geworden, weil ich zwei andere Loras noch mit reingemischt habe. Aber nichtsdestotrotz unter 10 Sekunden auf ja, WQHD-Höhe zu kommen, ist beeindruckend. Ja, probiert es einfach selber aus. Wie ihr seht, ihr spart Zeit und Rechenleistung und vor allem auch Strom, weil die Grafikkarte ist ja wesentlich schneller fertig mit Berechnen der Bilder. Und das macht sich vielleicht auch dann in der Jahresstromabrechnung bemerkbar, wenn man diese Loras zu Hilfe zieht. Habt viel Spaß beim selber experimentieren und rumprobieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.